lernt unser Gehirn? In diesem kurzen Video werde ich Ihnen kurz und knackig wichtige Antworten auf diese Frage geben. Ich werde Ihnen zeigen, was Lernen mit einer Reise zu tun hat und was wir auf dieser Reise auf keinen Fall vergessen dürfen. Ausgehend davon werden wir konkrete Lernstrategien ableiten. Unser Gehirn ist ja täglich einer enormen Reizflut ausgesetzt und muss radikal filtern. Eine der Hauptaufgaben unseres Gehirns ist somit das Vergessen. Es unterscheidet dabei Bekanntes von Unbekanntem, Wichtiges von Unwichtigem. Erinnern tut es sich nur an das, was für uns wirklich relevant und von Bedeutung ist. Mit anderen Worten, unser Gehirn lernt, was von Bedeutung scheint. Eine zentrale Lernvorbereitung ist darum immer, dass wir uns vergegenwärtigen, warum ist das, was ich hier lerne, eigentlich von Bedeutung für mich? Welche Relevanz hat es? Warum interessiert es mich und welche Vorteile ergeben sich dadurch für mich? Wie bei einer Reise definieren wir damit das Ziel. Gut, für eine erfolgreiche Reise reicht das Ziel alleine natürlich nicht aus. Nein, wir rüsten uns aus dafür. Was also brauchen wir beim Lernen, um unser Ziel zu erreichen? Die Lern- und Gedächtnisforschung hat dazu spannende Ergebnisse hervorgebracht. Die zeigen, dass vor allem zwei Dinge wichtig sind auf unserer Reise. Nämlich der Proviant und die Ausrüstung. Fangen wir beim Proviant an. Scheint banal, ist aber enorm wichtig und geht oft vergessen. Unser Gehirn macht ja gerade mal 2% unseres Körpergewichts aus. Aber wussten Sie, dass es, wenn es im Einsatz ist, bis zu ein Viertel unseres umgesetzten Sauerstoffverbrauchs benötigt und sogar bis über die Hälfte unseres Blutzuckers? Es braucht also verhältnismäßig sehr viel Energie. Und damit wird klar, welchen Proviant wir brauchen, wenn wir auf eine effiziente Gedächtnisleistung angewiesen sind für unsere Zielerreichung. Nämlich Essen, Bewegung und Erholung. Regelmäßiges Essen ist besonders wichtig auf unserer Lernreise. Besonders gut eignen sich dazu Bananen, Trockenfrüchte oder Nüsse, eben Studentenfutter, weil sie lang andauernde Energie geben. Nicht weniger wichtig ist übrigens das Trinken, weil Flüssigkeit unsere Zellen mobilisieren. Bewegung. Durch Bewegung steigern wir den Sauerstoffgehalt im Blut und dadurch auch die Sauerstoffversorgung im Gehirn. Erholung. Gerade weil unser Gehirn so viel Energie verbraucht, sind regelmäßige Pausen essentiell für effizientes Lernen. Auch die Rolle des Schlafs ist im Zusammenhang mit Lernen enorm wichtig, weil im Schlaf wird das Wissen konsolidiert, das heißt gefestigt. Schlafen ist somit ein fester und wichtiger Bestandteil des Lernprozesses. Beim Lernen geht es darum, dass wir unser Gehirn von der Bedeutsamkeit einer Information überzeugen. Dazu brauchen wir eine Ausrüstung. Das Erste, was wir hier im Koffer dabei haben, ist die Scheinwerferaufmerksamkeit. Wir überzeugen unser Gehirn von der Bedeutsamkeit einer Information, wenn wir unsere volle Aufmerksamkeit darauf richten. Tönt einfach, ist es aber gar nicht. Wir haben nämlich ganz viele attraktive Ablenker, die wir inhibieren oder ignorieren müssen. Ganz prominente Ablenker sind zum Beispiel E-Mail, Facebook, WhatsApp. Für unser Gehirn ist das eine willkommene Entspannung, weil es dadurch Informationen aufnehmen kann und nicht produzieren muss. Tatsache aber ist, dass das Online-Sein den Scheinwerfereffekt der Aufmerksamkeit verhindert und das Lernen sehr ineffizient macht. Darum mein Tipp an Sie: Schaffen Sie sich eine Katze an.
Zweitens, Repetition. Stellen wir uns einen Weg durch den Neuschnee vor. Je öfter er begangen wird, desto tiefer und breiter wird die Spur im Schnee und desto einfacher und schneller kann man passieren. Etwas ganz Ähnliches geschieht im Gehirn, wenn wir lernen. Es werden neue Verbindungen zwischen Nervenzellen geschaffen und bestehende synaptische Verbindungen werden effizienter und schneller. Dies führt uns ein wichtiges Lernprinzip vor Augen. Es braucht viele Durchgänge, bis synaptische Verbindungen im Gehirn stabil und effizient werden. Doch beim Lernen ist Repetition natürlich nicht die effizienteste Lernmethode. Viel besser ist das aktive Verarbeiten und das Verstehen. Das ist unser dritter Punkt. Studien zeigen Erstaunliches. Schon das Lesen eines Textes in einer unbekannten Schrift führt zu besserer Behaltensleistung als das Lesen eines Textes in vertrauter Schrift. Oder das Schreiben von Handnotizen führt zu besserer Lernleistung als Notizen am Laptop. Warum ist das wohl so? Ja, ganz einfach. Unser Hirn muss mehr hirnen. Sobald unser Hirn also etwas verarbeiten muss, sobald es mehr Anstrengung kostet, erinnern wir es besser. Die beste Verarbeitung ist natürlich das Hinterfragen, das Verstehen wollen. Weil vieles, das wir gelernt haben, vergessen wir irgendwann mal wieder. Aber was wir wirklich verstanden haben, das vergessen wir meist nicht mehr. Wir sollten also immer mit einem großen Warum an Lernstoff heran. Nun gibt es aber ein Lernprinzip, das bewirkt, dass wir mit weniger Anstrengung lernen. Und damit kommen wir zu unserer letzten und wohl wichtigsten Ausrüstung in unserem Koffer hier, nämlich den Emotionen. Wenn wir mit einer positiven Einstellung und Begeisterung an einen Lernstoff herangehen, dann aktiviert das unser Belohnungssystem. Es werden körpereigene Opioide im Stirnhirn ausgeschüttet und das bewirkt, dass es Spaß macht. Aber nicht nur das. Es wird das Hormon Dopamin ausgeschüttet. Dopamin bewirkt, dass das, was gerade gelernt wird und im Hippocampus konsolidiert wird, besonders gut gelernt wird. Positive Emotionen fördern also das Lernen und beschleunigen den Konsolidierungsprozess. Ja, was bedeuten nun diese Lernprinzipien hier für Ihr eigenes Lernen? Wir kommen nun zu den konkreten Lernstrategien. Erstens, Ziel der Reise. Definieren Sie das Ziel, indem Sie durch Fragen einen persönlichen Bezug zum Lernstoff herstellen. Warum interessiert mich diese Information? Warum ist sie relevant für mich? Welche Bedeutung hat sie? Was will ich nach dem Lesen dieses Textes oder nach dem Besuchen dieses Kurses wissen? Und wie kann ich dieses Wissen in naher oder ferner Zukunft anwenden? Zweitens, Proviant, nämlich Essen, Bewegung und Erholung. Haben Sie beim Lernen immer eine Flasche Wasser auf dem Pult stehen und natürlich etwas zu essen bereit. Gewöhnen Sie sich an, sich zwischen den Lernblöcken zu bewegen. Das braucht ganz wenig Zeit, kann aber kleine Lernwunder bewirken. Für effektive Pausen sind zwei Dinge zu beachten. Machen Sie nicht lange und wenig Pausen, sondern machen Sie regelmäßig kurze Pausen. Der Effekt einer Pause ist nämlich am Anfang am größten. Andererseits sollten Sie schauen, dass die Pausen, die Sie machen, wirkliche Pausen sind. Nehmen Sie in der Pause nicht neue Informationen auf, indem Sie zum Beispiel Zeitung lesen oder E-Mails oder WhatsApp beantworten. Geben Sie dem soeben Gelernten Zeit, sich zu festigen. Drittens, Ausrüstung, nämlich Fokus, Repetition, Verarbeitung und Emotionen. Fokus. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit wie ein Scheinwerfer auf den Lernstoff. Eliminieren Sie alle Ablenkungen, wie zum Beispiel Hintergrundmusik, Unordnung auf dem Tisch oder natürlich Smartphone oder Internet. Es geht nicht ohne Wiederholung. Repetieren Sie das Gelernte in regelmäßigen Abständen, um die Konsolidierung, das heißt die Festigung des Wissens, zu ermöglichen. Verarbeitung. Gehen Sie aktiv an den Lernstoff heran.
Das heisst, reflektieren, hinterfragen, kritisieren, verbinden Sie. Überlegen Sie sich eigene Lösungsansätze. Ihr Ziel ist es, wirklich zu verstehen. Stellen Sie sich viele Warum-Fragen und Testfragen und versuchen Sie, diese zu beantworten. Wenn positive Emotionen involviert sind, dann kommt unser Gehirn richtig in Fahrt. Wie können wir nun positive Emotionen beim Lernen anregen? Ein ganz einfaches Beispiel ist, dass wir uns aufrecht hinsetzen, lächeln und etwas Schönes anhören oder anschauen oder uns vorstellen. Danach fokussieren wir wieder auf den Lernstoff und überlegen uns, welchen Vorteil habe ich, wenn ich das hier lerne? Sie können Informationen auch mit Emotionen beladen, indem Sie sich zum Beispiel skurrile Szenen zu einem Text vorstellen, Lieder oder Raps komponieren, kreative Bilder und Symbole erstellen oder natürlich angeregte und humorvolle Lernrunden mit Ihren Mitstudierenden organisieren. Zu guter Letzt fragen Sie sich jeweils vor dem Lernen, kann ich das überhaupt? Und dann geben Sie sich überzeugt die Antwort, ja, natürlich kann ich das. Studien haben nämlich eindrücklich gezeigt, dass wir unser Gehirn zu größerer Leistung befähigen, wenn wir an unsere eigenen Fähigkeiten glauben. Probieren Sie es aus. Wir sind nun am Ende dieses kurzen Videos angelangt. Denken Sie also beim Lernen immer daran, ein Ziel vor Augen zu haben. Denn Proviant, der Ihrem Gehirn die nötige Energie gibt und die Ausrüstung, die Sie dabei unterstützt, Ihr Gehirn von der Bedeutsamkeit der Information zu überzeugen. Und denken Sie daran. Lernen soll Spaß machen. Ich hoffe, dass Sie von diesen Strategien und Lernprinzipien profitieren und sie gewinnbringend anwenden können. Viel Erfolg und eine gute Reise!